Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar möchte ich heute einmal auf die Vertragssituation einiger Spiele eingehen. Und ich werde noch einmal erläutern, warum der Vertrag mit Niklas Stark nicht verlängert wurde. Und danach möchte ich noch einmal einen kurzen Vorbericht wagen zum Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Hertha BSC. Doch bevor ich dann beginne, noch einmal der kleine Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Sollte euch dieses Video heute gefallen, lasst gerne ein Like da. Folgt mir gerne auf Instagram und schaltet mich morgen gerne beim Watchalong-Spiel ab 15 Uhr auf diesem Kanal an. Ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein in dieses Video. Ja, fangen wir mal an mit einer kleinen positiven Nachricht. Ja, wir wissen ja, Niklas Stark, der Vertrag mit unserem Innenverteidiger wurde aufgelöst. Dafür hat aber ein anderer Innenverteidiger einen Profivertrag unterschrieben. Und dabei handelt es sich um Cristalinho Artemona. Und ich denke mal, das dürfte einigen von euch etwas sagen. Er spielt momentan bei unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord-Nordost. Und man muss grundlegend sagen, dass er es relativ gut momentan macht. Er hat in dieser Saison bereits schon 10-mal für unsere zweite Elf Spiele absolviert und hat es wirklich gut gemacht, geht immer und immer weiter, die nächsten Schritte und kann sich bei Hertha BSC durchaus durchsetzen, stand bereits schon unter Taifun Korkut im Kader des Profivereines und hat bereits auch schon am Anfang dieser Saison mitgespielt, mittrainiert bei unseren Profis und man muss grundlegend sagen, er geht viele Schritte und ist ein sehr kräftiger Innenverteidiger und ich finde, er passt gut zu uns, kann auch noch rechts hinten spielen und kann daher zusätzlich eine gute Kaderfülloption sein, denn wir brauchen ja wie gesagt Rechtsverteidiger. Ich bin gespannt, wie er sich in den Team in den kommenden Wochen und Monaten integrieren könnte und ja, man muss sagen, er ist 19 Jahre alt, ist verdammt talentiert und ich finde mal, hiermit hat man nichts falsch gemacht und das spricht mal wieder Bände für unsere fantastische Jugendarbeit, die wir bei uns im Verein leisten. Ja, gehen wir mal nochmal ganz kurz auf den Hintergrund der, Niklas Starks Vertragsende ein. Es ist ja vielerlei gesagt, dass halt eben der Vertrag mit Niklas Stark am Ende der Saison nicht weiter unterzeichnet wird. Freddy Bobic hat das auf der heutigen Pressekonferenz bestätigt und hat dabei vor allem auf den wirtschaftlichen Aspekt hingewiesen. Man möchte nämlich ja eigentlich gerne mit Niklas Stark verlängern, aber man konnte nicht ein adäquates Angebot Niklas Stark vorlegen. Denn wirtschaftliche Aspekte haben in der Entscheidung eine große Rolle gespielt. Und das ist verdammt, verdammt bitter. Wenn es halt wirklich nur an ein paar hunderttausend Euro gescheitert hätte, dann ist es verdammt bitter, dass wir halt irgendwann diesen Spieler ablösefrei verlieren. Obwohl er ja eben noch vor ein, zwei Jahren wir ihn gut für eine zweistellige Millionensumme hätten verkaufen können. Und das ist eben sehr, sehr, sehr schade. Niklas Stark wäre, denke ich mal, gut in die nächste Saison reingestartet und hätte dort durchaus das Kapitänsamt von Boyata übernehmen können. So endet die Geschichte leider. Er ist seit 7 Jahren bereits bei uns im Verein. Ich finde, es ist ein Fehler, mit ihm nicht zu verlängern. Er passt gut zu uns im Team und kämpft meistens auch und ist halt eben, ein potenziell starker Innenverteidiger, hat bereits für die Nationalmannschaft debütiert. Es ist verdammt schade, dass die Geschichte so enden muss, aber ich mache jetzt hier keinen Teufel an die Wand. 7 Jahre hat er Dienste in diesem Verein gestanden, er hat immer zum Verein gehalten, von daher bin ich ihm auch gar nicht böse. Es ist halt eben dennoch die Entscheidung in Frage zu stellen, mit Niklas Stark nicht zu verlängern und ihn einfach zu verlieren. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf das Spiel Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen ein. Fangen wir mal an mit den Verletzten. Möglicherweise gibt es 2 neue Verletzten. Dongjung Lee und Frederik Bjørkan werden beide jeweils mit Sprunggelenksproblemen gegen Leverkusen fehlen. Und das ist sehr, sehr schade, denn eigentlich ist ja eben Bjørkan im Winter gekommen, um unsere Linksverteidigerposition zu bekleiden und man muss halt eben sagen, das funktioniert bis jetzt überhaupt nicht. Wir setzen erneut auf unseren dritten Linksverteidiger, auf Marvin Plattenhardt, der wahrscheinlich gegen Bayer 04 Leverkusen erneut in der Startformation stehen wird. Aber ja, grundlegend ist aber zum Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen zu sagen, dass das sehr richtungsweisend wird. Man muss diese gute Trainingswoche, die man jetzt hatte, wirklich auf dem Platz zeigen. Man muss jetzt wirklich standhaft sein und sich als eine Einheit präsentieren. Die Teamchemie muss jetzt auf dem Platz erkennbar sein. Es muss aber natürlich auch, gewisse Leute müssen Verantwortung übernehmen. Es muss Führungsqualitäten kommen. Es muss ein Kampf erkennen zu sein gegen Leverkusen. Ansonsten wird das nichts. Leverkusen hat mit Diaby oder halt eben auch mit einem Paulinho 2 brandschnelle Außenspieler und die müssen gestoppt werden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das angehen werden. Und ja, man muss sagen, Felix Magath hat ja bereits auf unserer Pressekonferenz heute gesprochen. Ich denke mal, ich werde jetzt hier die wichtigsten Ausgaben von ihm bzw. die wichtigsten Aussagen und Formulierungen von ihm zusammenfassen. Und ich würde mal sagen, dass er sagt, dass die Einheiten alle, die er in dieser Trainingswoche, das Team war ja in einem Trainingslager in Harsewinkel, das ist in der Nähe von, ich glaube, das war in der Nähe von,
ich glaube, es war Münster. Und ja, die Einheiten, das Trainingslager hat das ganze Team zusammengebracht. Und das war der Sinn des Trainingslagers. Teamgefühl erschaffen. Und das ist verdammt wichtig. Die Einheiten waren hochintensiv. Und jetzt ist laut Felix Magath eine gute, fitte und willige Mannschaft auf dem Platz zu erkennen. Und ich bin sicher, dass auch das bei Leverkusen eine wichtige Rolle stehen wird. Die Fitness, die stimmt jetzt wieder. Mit Werner Leutert haben wir jetzt einen neuen Athletiktrainer bekommen, der ja bereits schon in der Bundeswehr als Athletiktrainer fungierte. Und ich finde, dass Werner Leutert es momentan auch sehr gut macht. Das sieht man ja in Teilen der Einheiten. Die Leistungsbereitschaft der Mannschaft sei höchst intensiv und außergewöhnlich. Alle haben, so beschreibt es Felix Magath, die Einheiten mit höchster Intensität absolviert. Alle Spieler waren glücklich. Die Stimmung stimmt. Und das ist verdammt wichtig, um hier etwas zu schaffen. Alle Jungs haben mitgezogen, haben durchgeackert, haben gekämpft, haben wirklich von Anfang bis Ende konzentriert gearbeitet. Und das ist verdammt wirklich. Es ist verdammt wirklich. Es scheint, als wäre jetzt ein Hallo-Wach-Effekt gekommen. Dieser jetzt erst Recht-Effekt, den hatten wir in der letzten Saison auch und den haben wir jetzt laut Aussagen von Felix Magath wieder. Und der ist ein verdammt erfahrener Trainer und er spricht in dieser Konferenz wirklich euphorisch über das kommende Team. Und man muss grundlegend sagen, dass es von Anfang an bis Ende eine euphorische Pressekonferenz war, die uns allen nahegelegt hat, dass das Team eine gewisse Leistungsbereitschaft zeigen kann und dass auch eine gewisse Hoffnung auf einen Sieg gegen Leverkusen möglich ist. Ein Trainingslager. Zitat, das war ein Trainingslager, was ich so noch nie erlebt habe. Wenn wir mit dieser Einstellung in die Partien gehen, werden wir unsere Punkte holen. Zitat Ende, das hat er so gesagt und das als ein erfahrener Trainer ist das schon ein sehr ausschlaggebendes Zitat, was ich finde, ja, muss man halt wirklich einmal komplett loben. Er muss sagen, mit Mark Fotheringham und Werner Leutert haben beide natürlich eine enorme Verantwortung getragen, die mit ihrer eigenen Art und Weise den Trainingsstil im Trainingslager gut getan haben und die dann im Grunde genommen auch viel Energie in dieses gesamte Training rein investieren und die dann hoffentlich natürlich auch das Team zusammenschweißen können. So beschreibt es zumindest der Kollege Felix Magath. Suat Serdar und Martin Winkler werden in den kommenden Spielen verdammt wichtig. Martin Winkler wird dieses Talent sein, welches man mal reinwirft. Und Suat Serdar wird möglicherweise jetzt der Unterschiedsspieler. So beschreibt es vor allem aber auch Felix Magath. Er kann den Unterschied machen. Nichtsdestotrotz, Leverkusen ist verdammt hoch anzusehen vom Niveau. Und ich denke mal, dass es morgen verdammt schwierig wird. Der Leverkusen, Heimspiel. Uns liegt zwar Leverkusen, aber Leverkusen ist verdammt, verdammt stark und nicht zu unterschätzen. Das Selbstvertrauen aus dem Hoffenheim-Spiel muss man jetzt mitnehmen und dann gegen Leverkusen Punkte holen. Ja, gestärkter Zusammenhalt, gestärktes Team, gute Trainingseinheiten und ich hoffe, dass wir in folgender Formation antreten. Ihr seht hier mein 4-1-4-1. Ich denke mal, diese Formation werden wir hoffentlich erneut wählen und schreibt gerne eure Formation in die Kommentare. An dieser Stelle würde ich dieses Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert jetzt gerne meinen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Sollte euch dieses Video heute gefallen, lasst gerne ein Like da, folgt mir gerne auf Instagram, schaltet morgen beim Watchalong ab 15 Uhr ein. Wir sehen uns und tschüss!